Hallo, mein Name ist Anne Niederberger und ich bin die amtierende Schülersprecherin der Zehntschule. Ich bin in der SV, weil ich es toll finde, die Meinung der Schülerschaft zu repräsentieren und diese gegenüber der Lehrerschaft, den Eltern und der Schulleitung zu vertreten. Außerdem ist es immer wieder toll zu sehen, wie man etwas verändern kann in der Schule, wenn man sich auch dafür einsetzt. Zudem freuen wir uns immer wieder über neue Gesichter in der SV und freuen uns auf jeden Fall auf dich nächstes Jahr. Hallo, mein Name ist Katharina Barth und ich bin stellvertretende Schulsprecherin hier in der Zehntschule. Was ich besonders an der SV schätze, ist die Zusammenarbeit zwischen den Schülern und Schülerinnen an unseren Schulen, genauso wie in der Zusammenarbeit der SV mit anderen Schulen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel haben wir einen Streik organisiert aufgrund der damals geltenden Corona-Maßnahmen. Zusammen haben wir es geschafft, für unsere Sicherheit einzustehen und unsere Ziele umzusetzen. Hallo, ich bin Christoph Niederlein. Ich bin stellvertretender Schülersprecher der 10. Schule und in der 10. Klasse. Ich bin in der SV, um einfach mal wieder den Schülern was Schönes an der Schule zu bieten, indem ich Projekte umsetze. Dieses Jahr zum Beispiel mit einem E-Sport-Turnier für alle Leute an der Schule. Ich freue mich auf euch nächstes Jahr. Hallo, ich bin Jonathan Trinks aus der 10F. Ich bin Beisitzer hier in der SV. In die SV bin ich gegangen Anfang dieses Jahres, um gerne Projekte umzusetzen. Weil ich finde, das ist ziemlich zu kurz gekommen während Hi, ich bin Nadja, gehe in die 6. Klasse und bin die Unterstufensprecherin der 10. Schule. Einer meiner Projekte ist die Unterstufenparty, die ich schon seit langem plane. Jedoch konnte ich sie letztes Jahr nicht machen, da sie nicht Corona-konform ist. Jedoch habe ich ein Konzept, mit dem ich sie ausführen möchte. Ich habe schon große Pläne für nächstes Jahr und ich hoffe, dass ihr live dabei seid. Wir sind die Schülervertretung der 10. Schule und wir freuen uns auf dich!